Sehr geehrter Herr Krüger, Sie haben jetzt mit Ihrer Rede genau das gemacht, was die ganze Zeit läuft, nämlich den Konkurrenzkampf zwischen all denen, die bei der angespannten Wohnungsmarktlage aktuell schwierig eine Wohnung finden, noch mal angeheizt und als Ursache dafür erklärt, dass es irgendwie schwierig ist. Das ist aber nicht die Ursache, sondern die Ursache ist, dass der Senat tatenlos zugeschaut hat. Es war absehbar, dass die Zahl der Flüchtlinge steigt und es ist im Übrigen möglich, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das haben wir ja bewiesen und Sie haben es ja jetzt selber auch gesagt. Ich will eines klarstellen, wenn ich darüber gesprochen habe, dass wir Zwischennutzungen ermöglichen wollen. Darüber habe ich übrigens mit Geschäftsführungen von Wohnungsunternehmen gesprochen. Es gibt planmäßigen Leerstand von Wohnungen vor dem Start von Modernisierungsmaßnahmen. Und natürlich ist es möglich, diese Zeit zu nutzen, um temporär Flüchtlinge unterzubringen. Das ist allemal besser als in einer Turnhalle oder in einem Container. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lomscher. Möchten Sie antworten? Bitte, Herr Krüger. Verehrte Frau Kollegin, wir werden ja sicherlich die Möglichkeit haben, das alles noch mal intensiv im Ausschuss zu besprechen. Aber eins können wir doch nicht wegdiskutieren. Die Zahl der Wohnungen, die im Augenblick zur Verfügung stehen in dieser Stadt, ist eine überschaubare und endliche. Und gerade die, die in dem Preissegment sind, von dem wir hier immer reden. Und deswegen ist doch nicht wegzudiskutieren, dass es verschiedene Gruppen der Nachfrage gibt. Ich will die doch nicht gegeneinander ausspielen. Ich will doch nur deutlich machen, dass man ein und dieselbe Wohnung nicht zweimal vergeben kann. Und auf der anderen Seite, was Sie eben gesagt haben mit den Zwischennutzungen, also ich weiß nicht, ob das so günstig ist, wenn Sie jemanden für 2, 3 Monate dann in eine Wohnung reinstecken, der versucht sich einzurichten und anschließend sagen Sie, jetzt ist die Wohnung wieder weg. Ich glaube, der Vergleich ist hier nicht gerechtfertigt. Wir reden doch hier, und ich hoffe, da sind wir uns alle einig, darüber, die Menschen zumindest für die Verfahrenszeit ihres Antrags in einer Wohnung unterzubringen. Daran werden wir gemeinsam zu arbeiten haben. Aber ich garantiere Ihnen, mit schnellen Lösungen werden auch Sie weder aufwarten noch Erfolg haben können. Vielen Dank, Herr Krüger.